So, weiter mit Jackalance 3 und diesem echt heftigen und sehr, sehr dramatischen Kampf hier. Wir wiegen uns mal vor. Eine Runde weiter. Schaffen wir es nachher auf den Turm rauf. Jede Menge Überfallanführer, Marodeur-Veteranen, ein Sniper hier oben, ein Scharfschütze hier unten und... Nee, das ist der vom Turm. Der ist runtergeklettert, weil der oben kein Ziel hatte. Oh, wie lieb von ihm. Das gefällt mir gut. Eine Runde weiter hier. Thanks. Appreciate it. Sie ziehen nach vorne. Wunderbar. Zwei stehen in eventuell in Granatenreichweite von unserem Barry. Mal gucken. Da ist der Typ, der die Diamanten hat anscheinend, oder? Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Damit können wir arbeiten. Er hat Diamanten, ne? Oder einen Koffer. Er hat Diamanten. Money, money, money. Blutdiamanten, also im Augenblick sind es Diamanten, gleich wären es Blutdiamanten. Und den Scharfschützen können wir aus kurzer Entfernung mit Hitman wegsnipen. Hitman kann sich in seinem letzten oder vorletzten Gefecht für uns noch nützlich machen, Leute. Oberkörper, Oberkörper, Oberkörper. Wir haben nicht viele Trefferpunkte und Hitman, mach deinem Namen einmal Ehre, mein Lieber. Dann mach deinem Pinkhemd einmal Ehre. Pink Panther, Hitman. Endlich. Ja, wir lassen Hitmans Vertrag auslaufen, aber noch ist er bei uns. Der soll in Ehre gehen. Ich überlege mal, ob wir seine Verletzung vorher verarzten. Ich denke aber, man kann es auch übertreiben hier. So. WB hat deutlich wieder Trefferpunkte dazu bekommen. Jetzt müssen wir, sind das die letzten vier hier? Oder waren da noch mehr? Das sind die letzten vier. Das schaffen wir. What is up, man? Igor, völlig verborgen hier aus kürzester Entfernung. Yes. Fox, machen wir mal zuerst. Got a clear shot here. Überfallanführer, Einzelschuss, Oberkörper. Ja, und noch einmal. Kritischer Treffer. Er blutet aus mehreren Wunden. Barry von hier hinten. Also wir könnten mit Barry hier oben eine einfache Granate, also für eine Hohladung bin ich mal wieder zu geizig, aber wir könnten eine einfache Granate da oben drauf werfen. Das wäre eine Option. Die einfache Granate kostet gerade mal 6 Aktionspunkte. Leute, ich bin zu geizig für die Hohlladung, die 52er Schaden macht. Peinlich, ne? Ich werfe eine einfache Stabgranate. Die macht nur Minischaden hier oben. Vielleicht macht sie Rüstung kaputt. Watch out! Das hat geholfen. Hier sind Leute. Jetzt versuchen wir von... Gucken wir mal, was wir von rechts noch schaffen. Der kann gar nichts mehr. Lifewire kommt bis dahin. Kommt hier hin, okay. Ja, wahrscheinlich wird es nicht klappen, wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, was sie getroffen hat. Das kann ich nicht sagen. Yes? Vibi! Mit seinem Snipergewehr. Acknowledged. Ready to shoot. WB sniped. Nimm das! WB muss nachladen. Dann haben wir noch Buns. Oh. Cover me. Steady does it. Banzo Nui, schwer verwundet.
Ich sag's ja ungern so in aller Deutlichkeit. Man weiß ja nie, wer mithört, aber ich finde trotzdem, Banz und WB wären ein gutes Paar, oder? Oder bin ich der Einzige, dem dieser schöne Gedanke gerade durch den Kopf schoss? Also ich finde Banz und WB im Töten vereint und vielleicht auch sonst, oder? Oder? Schoss mir gerade so durch den Kopf. Aber ich glaube, Banz ist nur in ihre Knarre verliebt, ne? So, wir machen weiter, Leute. Die seien jetzt schon ein Paar. Nein, das glaube ich nicht. So, dann bleiben nur die drei Herrschaften hier oben übrig. Ready for a fight. What is up, man? Mit Blatt laufen wir messerwerfend hier hin. Wir schießen nochmal. Auf dem Oberkörper bitte. Selbst wenn der Schuss daneben geht, trifft man vielleicht die Figur dahinter. Und der ist Geschichte. Ein Feind bleibt übrig. Igor. Heimliches Töten. Von hier aus. Ja, und 5 Aktionspunkte würden übrig bleiben. Das heißt, wir können 5 Aktionspunkte auch näher ranziehen. Oder 3 zumindest. Wär cool, wenn er verborgen bliebe. Did I tell you? I am great at hiding. Das war's. Konflikt gelöst, steht oben. Mit anderen Worten, wir haben alle umgebracht. Sehr schön. Klasse. Ja, die Bonusziele habe ich mal wieder ignoriert. Ich glaube, wir haben auch... Wir müssten irgendwie kramen nach Sturmgewehren irgendwo. So. Und... Jetzt können wir in Ruhe überall rumlaufen. Ready for action. Ja, let's keep moving. Wir haben einen Außenposten eingenommen. Come with me, everyone. Sind alle Leute vereint? Ja. Nächstes Ziel wird gleich sein, der Hafen hier. Schaut mal hier, die Diamantenlieferung ist fast da. Ich weiß, Hitman 3 Verletzungen, WB 3 Verletzungen, Banz 5 Verletzungen. 5 Verletzungen bei Banz. Was macht der alte Sklaventreiber WB? Hart zu sich selbst und zu den anderen, der ganze Trupp zieht rüber, erobert den Sturm hier, egal aus wie viele Wunden wir bluten, damit wir den Diamantentrupp hier abfangen können. Dann lassen wir die hier reinziehen. Was wir machen können, wir können Banz schon einmal verarzten lassen von Fox. Meltdown, Fox. Don't tease me. Of course. Sie hat den höchsten Medizinwert hier. Damit sie ein paar Trefferpunkte zurückbekommt. Not bad, but the dressing is a bit untidy. I'll fix it. Banz hat wieder 47. Yes? You're the boss. This is Granty. 2 Raketen, oh la la. Ja? Not a problem. Well, let's see. Jede Menge Muni. Yep, we're going. Hello there. Oh. Ein Höschen. Eine sehr coole Waffe hier. Eine FAMAS, die modifiziert worden ist. Oh, das ist hier super schön. Erstmal zieht sie die Hose des Toten an, weil die gefällt ihr etwas besser als die eigene. Ja, und ihre verschwitzte Hose wiederum bekommt Grunty. Man weiß nie, wem was gefällt. Ne? Unter Umständen empfindet er das als ein Upgrade. Und die FAMAS, die könnten wir jemand hier als 2
als Erstwaffe geben. Boah, die langweilige Waffen hier. Ja, aber nicht mit der Match Money. Lieber die normale, weil sie trifft eh nicht. Muss man so sagen einfach. Oh, die Dragunov. Ah, die hatten wir aus irgendwelchen Gründen nicht eingesetzt. Das passt alles. Hi, Husky. Liebe Grüße, Smiling Husky. Danke fürs 14. Guten Abend. Danke für deine so lange Unterstützung schon hier. Und raus. Presently in attendance. Oh, soll man es trauen, das brennende Auto zu looten? Barry versucht's mal. With certainty. Und schnell weg, Bernie. Schnell weg. Brenny, habe ich zu Barry gerade gesagt, weil ich Angst hatte. Oh, was ist denn hier vorne? Let's get moving. Ah, ein schweres MG. Wir haben Glück, dass die das nicht genutzt haben. Boah, da hätten wir alt ausgesehen, ne? Warum haben die das nicht benutzt? Im Kampf gegen uns. Also... Mal gucken, wie das aussieht, wenn einer von uns das bemannt. Waiting for orders. Ah, die Reichweite ist eine kurze. Das hätte dir nichts gebracht, alles klar. Gut seid ihr. Haben Sie vor einer Runde benutzt, meine Kenner der Episoden, echt? This is Grunty. Hallo Grunty. Let's go. Oh, wir können einmal hacken. We're moving. Juhu. 1000 Dollar. Alright, alright. No sweat. On my way. How about this, Ace? We move with certainty. Irgendeine Falle. Waiting for orders. Einmal plündern. What do we have here? Advancing. Ganz schön große Karte, ne? Das hier vorne gehört auch noch dazu. Jetzt versuchen wir, die Falle ja zu deaktivieren. Ich bin mir wieder nicht sicher, aber ich tippe darauf, das ist eine Barry-Falle. How can I assist? Die anderen bitte ein Stückchen nach rechts. Weil sie voller Vertrauen in Barry sind, er das schon richtig macht, ja. Device disarmed with precision. Kann man die jetzt knacken? Bin mir nicht ganz sicher. As of this moment. Ein Fall für Livewire. Ich hoffe, es passiert jetzt kein Drama. Okay. Ich glaube, die Falle ist nicht mehr da, ne? Hat geklappt. Ob ich Jiggerlands 3 durchspiele? Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, 90%. Ich denke schon, ja. Einmal alles mitnehmen. Fine. Was gar nicht so einfach ist, das komplett durchzuspielen, weil ich ja langsam und genüsslich spiele und alle taktischen Feinheiten versuche abzugreifen. Und dadurch dauert das natürlich. Andererseits lade ich nicht ständig nach. Wir hatten ja schon mal diverse Umfragen oder Chatbefragungen, wie die das lösen, wenn ihr oder die in eine Situation reinkommen, wo man echt Pech hatte, wo mal eine Tretmine hochgeht, weil man zu schnell gezogen hat oder weil man ohne Nachdenken irgendwas gemacht hat. Und nach meinem Eindruck ist es ungefähr die Hälfte von denen, die selber Jagged Alliance 3 spielen und die hier unterwegs sind, die dann einfach nachladen. Die einfach ständig so in allen Situationen, die mal schiefgegangen sind, in der Regel nachladen. Okay. Das hin und wieder laden wir auch nach, aber mehr so, wenn wir mal eine Spielmechanik falsch begriffen haben. Nicht, wenn wir schlecht gewürfelt haben. Ein-, zweimal haben wir das gemacht, wenn zu viele Tretminen auf einmal hochgegangen sind. Das schon, ne? No problem. Aber im Großen und Ganzen eher nicht. Oder sind da eine Situation wie hier,
wo wir in einem total schlechten Gebiet, in einem total schlechten Einsatzgebiet reingekommen sind in die Karte. Tagsüber. Ich hatte, er hatte einen Schnellspeicherstand unmittelbar davor. Wir hätten nur ein paar Stunden warten müssen. Wenn wir in der Nacht angekommen wären, hätte der Raketenträger uns nicht wegbrezeln können. Aber so macht es natürlich mehr Spaß. Denke ich mal, hoffe ich mal. Not a problem. So. Das war's, ne? Hier ist Kartenende. Hier oben müssen wir noch hin. Oh, ein schickes Lager. Boah, wie groß das hier ist. Noch ein Maschinengewehr, cool. This is Grunty. Tolle Rüstung, Flak-Rüstung. In einem sehr guten Zustand. Oh, die kann man gerade nicht mitnehmen. Doch. Kann man irgendwie stapeln? Sachen verschrotten, die verschrotten wir mal. Nee, das ist eine FN-Fall, die will ich nicht verschrotten. Die verschrotten wir mal. Ich glaube, das Messer, das können wir da unten weitergeben. Hitman, nehmen wir nachher auch wieder einen Helm wieder ab. Waiting for orders. Jede Menge Maschinengewehre. Den Diamantkoffer müssen wir uns noch holen. Der liegt irgendwo links. Heading out. Hier ist Kartenende. Got it. Fahren wir hier bis zum Ende, ja, ne? You're the boss. Ja, das begrenzte Inventar geht mal auf den Senkel. Klar, man kann immer wieder Sachen kaputt machen. Ich habe kein Problem mit Computerspielen, wo es einfach unbegrenzte Inventare gibt. Und auch noch Gruppeninventare und so Sachen. Ich finde das... Das ist für mich persönlich nach meinem Spielgeschmack unnötiges Micromanagement. Das Doofe ist, es gibt auch kaum Spieler mit Inventarverwaltung, wo das Inventar wirklich gut ist. Also die kann man... Meistens heißt es, ja, das Spiel ist schön, aber die Inventarverwaltung ist doof. Ich weiß gar nicht, was daran so schwer sein soll. Hier gibt es auch keine Sortierfunktion. Es gibt die vorgefertigten Sortierfunktionen in den Kästen und so. Viele Spieler haben mittlerweile Gruppeninventare. Das heißt, die gelten für alles. Hier nur für die Munition. Das heißt, man geht irgendwo, oft auch kombiniert nach einem Kampf. Man stellt sich einfach in die Mitte der Karte, drückt auf einen Button oder lootet einen Gegner und alles, was auf der ganzen Karte war, wird kollektiv eingesammelt und ins Gruppeninventar gepackt. Wird mir völlig ausreichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel dadurch besser wird. Das ist fummeliger Wort an der Stelle. Meine persönliche Meinung. Vielleicht gibt es auch, es gibt auch immer wieder Kommentare hier oder eher auf YouTube, wo es dann heißt, nee, komm, du bist zu doof, das Inventar zu bedienen, gib's doch zu, nur deshalb hast du irgendwie lame. Spiel funktioniert schon gut mit dem Inventar, du verstehst es nur nicht und so Kommentare. Going. Die haben die geballert. Yes? Yes. Ja, das Tauschen zwischen den Squads geht mir völlig auf den Senkel. Anscheinend haben die Entwickler oder die Testgruppen in der Regel immer nur mit einem Squad pro Sektor gespielt und pro Kampf. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hier oben müssen wir noch Diamanten einsammeln. I will lead. We do it. Irgendwo da oben waren noch Diamanten. Come with me, everyone. Die Diamanten packt sich WB lieber selber ein. Wenn es geht. Boah, wir haben... Inventar ist voll. Rappelvoll. Wir müssen jetzt schon Dinge kaputt machen. Hier, ein Messer bei Blatt. Das müssen wir hier rüber... Das müssen wir gehen auf Einheit geben.
Foxtrott-Trupp. Dann müssen wir gucken, ob es hier gelandet ist. Scheint so zu sein. Das können wir... Nee, das ist die Eventfahne. Die können wir kaputt machen. Die nutzen wir nie mehr. Die nutzen wir nie mehr. Die ganzen Peacemakers, als ob wir die jemals nutzen würden. Aber wir haben nur einen hier, ne? Maschinenpistole, eine einfache, die nutzen wir niemals mehr. Ich weiß, die hat Modifikation. Ah, die hat eine Modifikation. Verringerter Bonus durch Zielen. Ich will gar nicht mehr wissen, was die sonst hat. Hier stapeln sich die Nachtsichtgeräte. Kann man auch nicht übereinander packen, ne? Nee. Jetzt hat WB wieder ein Plätzchen frei. Kann einmal looten. Ein Diamantenkoffer. Den WB natürlich persönlich verkauft. Mit einer kleinen Provision ab aufs Schweizer Nummernkonto. Und ein winziger Diamant. Achso, die könnten wir ein bisschen besser verkaufen auf irgendeinem Flohmarkt, Schwarzmarkt für 200 Dollar mehr. Haben wir deshalb Bock auf Micromanagement? Ich nicht. Ich verkaufe das hier an Ort und Stelle. Das war, glaube ich, irgendwo bekam man als Rabatt 700 statt 500, wenn man das irgendwo hingebracht hat. Das ist mir sowas beim Pater in Fleetown. Das ist mir sowas von egal. Wenigen 200 Dollar. Mache ich nicht. Ready. Sure thing. Hier kann man noch was hacken. Nee, was einsammeln. Yes, go. Eventuell kann man hier oben auf den Turm raufrennen. Da waren wir bis zum Ende der Karte hier oben. Ja, ne? Da waren wir. We're moving. We're on it. Banz hätte noch ein Messer, heißt es im Chat. Sure thing. Tatsächlich. So, und das Messer müssen wir jetzt Rechtsklick machen, Einheit geben, Foxtrott-Trupp und dann ist es woanders. Ich klettere mal mit dem Barry. Und mit Livewire. Hello there. How can I assist? Oben auf den Turm drauf. I guess we're going. I have found a thing. Hm. Vorher kann wieder hacken. Zauberhaft. Ich gucke noch nicht mal hin. Bekommt Infos. Über Modwater Bridge. Das war's. Wir haben alles abgesucht. Außenposten gehört uns. Theoretisch könnten wir jetzt hier... Ich glaube, Milizen ausbilden, aber... Barry Unger. Einmal abspeichern. Da geht's in die nächste Region. Noch ein Kampf jetzt. Ich würde gerne mit allen Leuten, damit wir den Diamanttrupp sauber abfangen, hier reinziehen. Der ist nicht... Der ist ganz schwach. Dann ziehen wir hier rüber. Oh, kann man hier heilen? Was stehen uns hier für Operationen zur Verfügung? Verletzungen behandeln, Milizausbildung, Gegenstände reparieren, nur keine Erholung. Ist das hier ein Hafen? Was ist denn das für ein... Das ist ein Hafen. Hier kann man, glaube ich, erholen. Und hier und die zu halten mit Milizen, das finde ich gut, weil da ziehen ganz oft Leute durch. Also so Häfen halten bin ich mittlerweile ein Fan von. Rest lassen wir mal bleiben. Hier haben wir alles erobert. Hier ziehen zwei Trupps solo los. Da sollten wir vielleicht einen kleinen Trupp nachher zum Aufräumen zurückschicken. Der noch ein paar Reste aufwischt. Aber ansonsten gehört das Gebiet uns hier links. Ne? Den Diamantentrupp hier oben lasse ich mit Absicht gehen. Da haben wir eben drüber geredet. Finde ich zu zeitaufwendig, darauf zu laufen. Den Hafen nehmen wir ein. Dann Milizen ausbilden. Wir könnten sogar überlegen...
Wann läuft der Vertrag von Hitman aus? In? Livewire ist in Erholung? Ist Livewire vollautomatisch in Erholung gegangen? Nein. Hä? Livewire wird die Erholung beenden. Erholt die sich, ohne dass ich was gesagt habe? Eine Frechheit vor dem Herrn. Achtung, die 2,5 Tage beziehen sich auf was anderes. Die beziehen sich darüber, wann die hier unten ankommen. Tolux, nicht wann die hier ankommen. Das ist was anderes. Ja? Also hier gehen wir jetzt rein. Ich überlege mal, ob wir einen kleinen Trupp nach links schicken. Ob wir uns splitten. Ob wir das machen sollten. Was haben wir? Denkt mal laut nach. Sollen wir das machen oder nicht? Sollen wir sagen, mit allen erstmal hier rein? Also wir brauchen für die 7 Gegner nicht all diese Leute, ne? Ob wir jetzt 2 Trupps doch wieder bilden und mit einem Trupp mittlerweile haben wir so gute Rüstung, wir können problemlos 2 gute Trupps ausfüllen. Ausrüstung abnehmen von Hitman, genau. Naja. Sollen wir das machen? Jetzt schon trennen oder? Ich würde sagen, jetzt schon trennen. Und hier rüber gehen, bevor es noch Ärger gibt. Der Hafen mit allen sei schnell erledigt. Wie lange wird er laufen, der Hafen? 5 Stunden und wir kommen an. Tageszeit jetzt 7.53 Uhr am Tag. Und wie lange braucht eine Truppe bis hierhin? Auch nur 11 Stunden. Wir teilen uns auf.